Und willkommen zurück zu Imperion. So, in der letzten Folge habe ich ja gesagt, wir müssen noch Eisen sammeln. Baupläne. Braucht man denn jetzt noch? Bald bauen. Also, braucht So. So, jetzt aber. So. Damit schon fertig. Gut. Jetzt brauchen wir halt noch Eisen. Eisen gehen wir jetzt natürlich noch vor. Das ist ja gleich um die Ecke. Gucken mal, was unsere Drohne noch gemacht hat. Ne? Blö. Was unsere Drohne noch gefarmt hat. Hier dürfte es natürlich nicht sein, weil, wie gesagt, die sind halt nicht so effektiv. Die T3 sind natürlich schon effektiver. 86. 86, das ist natürlich nicht viel, gell? Die T3-Drohne. Hammer. Ja, die T3-Drohne hat pro Stunde 400. Kleine macht nur 100, gell? Also das ist ein riesen Unterschied. Gut, dann gehen wir den Rest jetzt noch abbauen. Eisenerz war ja gleich hier hinten noch das eine. Da wird auch wahrscheinlich auch nicht mehr viel drin sein, ne? So, Kaffee ist alle. Nebenbei noch schön Kaffee getrunken. So, gut, dann warten wir mal nach und bauen hier noch ein bisschen Eisen ab. Also ich denke mal, drei Ladungen müssten wir hier mindestens noch reinschmeißen, wenn Eisen abbauen müssen. Wir schauen mal, zwei Leitungen machen wir jetzt erstmal. Und dann gucken wir mal. So, also, wie gesagt, in der letzten Folge hatte ich euch ja schon erzählt, wo der Plan hingehen soll. Wir bauen jetzt erstmal ein großes Raumschiff, um zu den anderen Planeten springen zu können. Um dort die Erze abzubauen, die wir hier nirgendwo in der Nähe bekommen. Und dass wir endlich mal diese T3-Drohnen bauen können zum Abbauen. Dann brauchen wir nämlich nicht mehr ganz so viel selber zu minern, sondern das können dann die Drohnen für uns machen. Wir gehen einfach nur hin und alles klar, Dankeschön, liebe Drohne. Füllen halt neue Energiezellen auf und gut ist. So weitergeht, da kriegt man aber nicht viel raus. Ha? Ja, und wie gesagt, es soll ja später mal so sein, dass ich mir auch mein eigenes Schiff baue. Weil ihr kennt ja meine Space Engineers Baureihe und vom Bauen her sind das, was bei diesen Spielen halt am meisten Spaß macht. Das selber bauen, das selber konstruieren.
Aber jetzt ist halt eben momentan noch schwierig, weil wir brauchen halt die Erze. Deswegen baue ich halt das große Schiff aus der Vorlage heraus und ja. Aber soll eben auch mal so laufen, dass ich später halt auch selber mein Schiff bauen möchte. Da hätte ich richtig Lust drauf. Und wir haben die Ladung fast weg und haben nicht mal 300 Eisen hier rausgeholt, ey. Natürlich richtig. Die wissen genau, was wir vorhaben, dass wir ein Schiff bauen wollen. Das wissen die ganz genau. Deswegen sind hier nicht mehr so viele Rohstoffe drin. Ja, wir brauchen mindestens 1500 von diesen Erzen. So, eine Ladung haben wir schon mal fertig. Ja, das 314 Eisen. Naja, aber was soll's. Wir lassen uns davon nicht den Mut nehmen. Sondern wir bauen weiter. Ja, und wie gesagt, da soll halt mal die Geschichte gehen zu Imperion. Mal ein eigenes Raumschiff bauen. Ihr selbst könnt mir natürlich auch Vorschläge machen, was ich hier mal im Let's Play zeigen soll. Was ihr vielleicht noch nicht gesehen habt oder was ihr gerne mal wissen wollt oder sonst irgendwas. Wenn ich es nicht weiß, mache ich mich dazu dann natürlich schlau. Wenn ich es weiß, teile ich mit euch gerne das Wissen. Und ja. Ansonsten, wie gesagt, ist mein persönlicher Plan, ein eigenes Schiff bauen. Das ist das, was ich hier mal erreichen möchte in Imperion. So richtig vollkommen alleine, selber konstruiert, alles selbst gebaut. Hab da auch schon ein paar Ideen im Hinterkopf. Wie ich die umsetze, weiß ich noch nicht genau. Müssen wir mal schauen. Ja, ansonsten. Was gibt es sonst so Neues? Ich würde sagen, nicht viel. Hier. Der Welt draußen passiert ja auch jede Menge. Ja, wäre halt eben schön, wenn auf dem Planeten nicht so viele Kriege geführt werden würden. Kriege könnte man doch leichter hier in solche Spiele rein verpacken, als wie wirklich Menschen aufs Spiel zu setzen. Nur sagen, hier, wir treffen uns heute Nachmittag zum Online-Gefecht. Damit ist gut. Aber nein, es müssen halt reale Kriege geführt werden. Ich bin halt gegen solche Sachen. Wenn ihr auch dagegen seid, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die ganze Sache so seht. Seht, oh ja, Kriege müssen sein. Im Namen des Friedens oder sowas. Ja, dann. Ist auch okay, es ist ja eure Meinung. Also wie gesagt, ich finde halt Kriege gehören nicht auf diesem Planeten. Könnten normalerweise alle in Frieden leben. So, aber nichtsdestotrotz haben wir jetzt schon die zweite Ladung gleich weg und 561. Ey, wenn ich das sehe, wir brauchen wesentlich mehr für das Riesenschiff. Eben. Wenn es hier wie bei Space Engineer solche Abbaugeräte geben würde. So. Zweite Folge nicht mal 600. Leute, was ist denn das? Wollt ihr mich verscheißern hier? Kann man natürlich gleich noch eine Ladung rein braten. Weil sonst kommen wir hinten und vorne nicht hin. Das heißt, wir müssen ja in der nächsten Folge dann auch schon wieder
Weiter machen mit abbauen. Weil diese Folge wird dann nicht reichen. 600. Brauchen wir nochmal, das werden ja zwei Ladungen, nochmal dann noch drei mindestens, um auf 1500 zu kommen. Und ich hätte natürlich gerne auch noch ein bisschen Puffer, wenn wir dann die Drohnen, die T3-Drohnen bauen können, die Bergbaudrohnen. Brauchen wir ja vermutlich auch noch Eisen dafür. Ich habe jetzt den Bauplan nicht ganz im Kopf, aber wir würden da mit Sicherheit auch Eisen brauchen. Ding, ding. Manchmal kommen ja ein paar schöne Hits raus hier. Manchmal sein, dass das ist. Vermutlich so. War nicht viel raus. Naja, wie gesagt, ich brate jetzt hier den einen noch rein. Und dann schaffen wir es in die Base zurück und dann schauen wir mal, was wir da rauskriegen. Wenn ich jetzt so auf die Uhrzeit gucke, wir haben jetzt schon drei hier reingebraten. Oh, brauchen wir viel Eisen. Scheiße. Hätte ich da jetzt fast gesagt. Oh. Ja, die Ladung geht dann auch langsam zur Neige. Einmal ein paar schöne Hits immer dabei, mal 10 Stück, was da und solche Sachen. Passt schon. Jetzt aber wieder 8. Dann kommt halt eine ganze Weile gar nichts, gell? Kommt eine Weile gar nichts. Ja, wie gesagt, die Ladung ist jetzt zu Ende. Wir bringen das jetzt gleich mal in Base und mal da aufbereiten. So, nochmal. Okay, so, gucken wir mal. So, Eisen rein, 883, warte mal, Alter. Darf man keinen erzählen. So, jetzt lassen wir das hier weiterlaufen. Fleisch mal in den Kühlschrank. Hier mal reintun. Das Schiff habe ich nämlich, glaube ich, ausgemacht. Natürlich auch schmissen. Schiff ausmache, läuft ja der Kühlschrank. Nö, ist auch schon verdorben. Ist auch schon verdorben. Können wir das natürlich hier mit reintun. Achso, ich habe ja gar nicht weiter Zeug geguckt. Aber wir können noch ein paar davon bauen.
Ja, die Kanister nehmen wir dann natürlich mit hoch zu unserer Basis oben. Und da können wir weiter Pflanzenbeete bauen. So, aber ihr lieben Leute, die Folge ist auch schon wieder vorbei. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und in der nächsten Folge schauen wir mal. Wir müssen weiter Eisen produzieren. Und abbauen. Gucken wir mal, was wir machen. Alles klar. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ansonsten schönen Tag noch. Macht's gut. Tschüss.